folgt ein etwas längeres Video mit vielen kleinen Schnipseln. Unten in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar ist eine Art Inhaltsverzeichnis. Also wer sich da durchklicken will, gerne. Pass auf dein Dates auf. Da besser nicht runterfallen, weil das tief. Ja. Hoch. Tief. Ja, man sieht nicht viel mehr wie vorher auch aus. Schatten. Es wird steil. Ganz furchtbar. Mopsgeschwindigkeit. Klunk. Ah ja, schöner Gruß ans Getriebe. La 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 la. Okay. Ich hätte das Fahrrad auch zu Hause lassen sollen. Oh. Nee, fahren will ich das hier nicht. Ist okay hier, oder? Ja. Das ist eigentlich ganz angenehm, dass wir keine Sonne mehr haben jetzt. Dass ich das mit weniger schütteln kann. Ich bin so heiß. Ja. Ja, und ich stinke wahrscheinlich wie Frettchen. Ja, aber Ronis, bist du. Das bin ich, glaube ich. GoPro, stop recording. Die ist hell. Ja, aber ich muss sagen, die 15 Euro oder was das Ding gekostet hat, das war es auf jeden Fall wert. Ich glaube, wir waren gestern so gestorben. Ab einer gewissen Uhrzeit hat ein Schalter umgelegt und auf einmal waren wir umgeben von 100.000 Mücken. Also mich juckt es jetzt noch überall. Allein vom Aufbau. Ja. Oh, das wäre geil, wenn du da noch so eine kleine Spannung drauf geben könntest, dass die, ja, dass die Viecher von außen auch noch verrecken oder so. Aber gegen die habe ich echt Hass, ey. Aber dann kann ich jedes Mal, wenn du mit den Haaren oder irgendwas rankommst, mach bei dir auch. Ja, du siehst am nächsten Tag aus wie so Frau Holle oder so. Ja. Haben wir Bodenverdichtung gemacht. Ja. Die haben einfach ein Dach gebaut hier, um das zuzumachen. Bis gleich. Kommt der Lenker nicht durch und dann kommt mein überdimensional breiter Rucksack nicht durch. Oh. Scheiße mit dem Rucksack. Und? Ja, oder du musst halt... Ach du Scheiße. Das wird auch nicht besser hier. Also eigentlich hätte ich dich ja hier auch mal fahren lassen, aber mit dem tiefen Sand ist es, glaube ich, ja nicht so klug. Voll langsam, mit meiner Mama. Wieder aussiehst hier. Hm. Ich glaube fast, diese Kurve ist ohne Wasser unfahrbar geworden. Wenn ich dann drauf hätte, wäre dieses hier reingraben und dann hier nochmal drüber rutschen. Das ist irgendwie schön. Das ist halt schneller wahrscheinlich so. Dann machen wir Sand! Ich sag ja, das wird immer komplizierter da. Wir brauchen Wasser. Thank you.
Taubenhaucher. Sag's mir, wenn die Brücke zu Ende ist. Ja. Meine Kamera läuft. Ja, mach was Tolles. Du musst sagen. Nee, du musst einen Trick machen. Natürlich. Fahr drüber! Nee. Oh, wie? Da bist du. Ne? Natürlich wäre das gegangen. Okay, ich kann es auch nicht. Jo, Schaltung eingestellt. Fahrwerk kann man noch ein bisschen verbessern. Ne? Und glaubst du, es wird ein würdiger Ersatz für. Die alte Schüssel war der Manual-König. Gucken wir mal. Bisschen anderes Fahrwerk. Fühlt sich noch etwas ungewohnt an. Irgendwie heute voll Block. War der gut? Mit dem Reintreten halt noch ein bisschen warten. Ja? Hui, Fahrschwester hin runter. Nicht so hin, dass ich nicht vorbeikomme. Ja, das ist ja das Spiel. Du musst mal mich umstoßen. Das ist ja, der Trackstand ist ja jetzt zu leicht geworden, deswegen brauchen wir jetzt was anderes. Okay. Deswegen. Fahr einfach volles Rohr in die rein. Kannst du probieren, aber mach, versuch nichts am Fahrrad kaputt zu machen. Ja, aber so geht es nicht, wenn du. Warum geht das nicht? Ja, du musst deine Füße auch oben haben. Du musst doch. Das hast du vorher aber nicht gesagt. Okay. Aua! So an meine kaputte Hand gefahren, du Penner. Shit. Okay. Verlierst du dann den Pedalkontakt? Weil das hat ja auch was damit zu tun, dass du halt einseitig reintrittst, aber das macht nichts. Das ist gut. Schlechtes Wetter. Oh oh, so schlecht Wetter ist coming. Ja. Ah. Hui.
geh doch geradeaus drüber. Nee. Ach, das ist ein bisschen unangenehm mit dem Ding vorne dran. Boah! Armes Fahrrad. Jetzt ist es gar nicht so durchgeschlagen, ne? Jetzt brauche ich eine Bremse. Jo, da geht noch was. Jo. Es ist sehr grün. Im letzten Besuch war es weiß. Was? Ja, genau, stimmt. Ja. Nicht so schnell. Nicht langsamer. Sieht machbar aus, oder? Da kommt eine Linkskurve langgezogen und danach kommt so eine kleine Welle. Ich glaube. Wenn ich auch wieder runtergefallen bin. Lustige Geschichte. So, hier war damals Feierabend. Muss ich eigentlich einblenden, das Video jetzt? Oh yeah. Sehr gut. Jo, da ahnst du nichts Böses, trinkst einen gemütlichen Radler und auf einmal hast du Wolken außenrum und es riecht nach Regen. Das sieht gar nicht gut aus. Such dir einen Weg. Okay, da ging es theoretisch weiter. Geschafft. Nass werden wir wahrscheinlich trotzdem noch. Ja. Wir gucken mal, was passiert. Hier kann man auch immer wieder versuchen, von der Hauptbahn runterzufahren, wenn es zu humpelig wird. Jo, gute Line. War besser, oder? War besser, oder? Boah, sind die Löcher kleiner geworden? Yeah.
Hier sind sie nicht kleiner geworden. Es ist Hinterrad fest. Das hat sich wieder nicht angefühlt. Oh shit. Okay. Ah, fuck you. Ich fahr da nicht lang. Ich glaube, das wird unangenehm mit dem 29er. Jo. Nee. Mit kleinen Laufrädern habe ich einfach viel mehr Spielraum, mich irgendwie in die Kurve zu legen oder mal nach hinten an die Seite, ans Rad. Aber hier begrenzt mich dann direkt das Hinterrad. Macht es immer direkt so ein bisschen Bripp am Sack und dann denkst du dir, da will ich gar nicht hin. Führt halt dazu, dass man irgendwie nicht mehr so aggressiv fährt. Man fängt an runter zu fahren und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dann letztendlich schneller macht. Habe ich schon erwähnt, dass das Ding gut manuelt. Es fühlt sich an wie ein Fluch. Jedes Mal, wenn wir die Kamera auspacken oder wollen oder irgendwas ist. Es ist, also wenn ich mal genau drüber nachdenke, das ist total krass, wie das dieses Jahr war. Scheiß Gewitter, hey. Was zum Teufel? Du musst also innen an dieser Wurzel vorbeischlürfen. Guck einfach mal. Nichts Gefährliches eigentlich. Gott, Loch drin. Ja, es war die allerschlimmste. Der Rest ist okay. Hallo, was fahren die denn für einen Scheiß zusammen hier? Genau. Ach, ist die gut erzogen. Hoppa! Scrub it. Du sollst das Ding nicht rausscrubben hier. Viel rutschiger wie letztes Mal, ne? Ja, genau, fast. Ja. Ja. Upa. Alter, was war das? Weiß ich nicht. Machen wir einen Trick? Ich bin dabei. Dass ich das Vorderrad nicht so hin und her, dann kann ich das so und dann andere. Jo.
Okay. Okay. Also langsam willst du es wissen mit dem Todpunkt. Ja. Musst es koordinieren, dass du in dem Moment aus dem Federweg rausgeschnalzt kommst. Jo, sah schon besser aus. Diese Aussicht gut. Okay, dann treffen wir uns runter. Ups. Okay. Staubt. Tim ist wieder falsch gefahren, ja. Upsa. Ja. Fall nicht aufs Maul. It's so beautiful. I'm big architect. Oh no. Höhenmeterverschwendung. Wenn ich irgendwie im Schaltwerk hängen bleibst. Jo. Okay. Ja, gut gemacht. Jetzt kommt das Steinfeld, das man von unten sieht. Also da vorne irgendwann. Eigentlich nicht so schwer wie das da oben, wenn du die richtige Linie hast. Ist halt loses Zeug. Nicht auf den fetten Stein. So. Ja. Dann hoch 5. Ja, die ist warm und schwitzt, das ist furchtbar. Trink was jetzt. Fliege im Auge. Hoppa! Geht's erstmal links? Also nicht hier, da. Nee, das sind die Abkürzungen. Abkürzungen sind scheiße. Und? Guck dir das mal an, ich sehe das von den Pedalen rundherum. Ja, du bist aber auch, also dann, du veränderst ja deine Pedalsteuerung dabei, das darf eigentlich auch nicht sein. Und da hoch. Gibt
er wieder Gas im Blätter. Hui! Und sitzt ab. Brab. Oh Gott. Alter, wie oft fährst du den Trail? Wir kennen ja wirklich jeden Stein hier. Oh, Alter, hat der Tempo drauf, ey. Stimmt mit dem Kerl das nicht. Ist aber jeden Stein, kann das sein? Total. Aber der eine, den nehme ich immer wieder mit. Ja, ich muss das erst mal gucken, weil ich habe jetzt auch Sand in den Augen. Ich muss ausreden, ich finde Ausreden jetzt. Wir geben Scheiß, Mann. Oh. Alter. Ah, Mund zu, kriegst Kolibakterien. Hörst du es am Schloss wieder nur vor der was? Ja, ja. Okay. Also sonst hätten wir ja noch da unten fahren können. Ich habe im Internet ein bisschen rumgesucht und langsam gemerkt, okay, es gibt langsam wirklich keine neuen GoPro 5 Session mehr. Und habe mir schnell noch eine gekauft, bevor die obsolet werden. Irgendwie gedacht, okay, ich brauche die für die Halbschale auf jeden Fall nochmal, wenn der Akku mal kaputt ist. Oder Teich. Oder was? Das hat so richtig. Über die Planke mit dir. Kann man nur mit dir ertragen. Weiß ja nicht, aber irgendwie, wie soll man... So eine Wale auslösen. Stranden gerade. Ich würde die dann mit nassen Tüchern bedecken. Ich denke schon, ja. Hey, aber wie soll man das Zeug hier fahren? Wo sind die Trails? Wo ist was? Ich komme nicht klar. Wo ist die beste Line? Ja. Einfach draufdrücken. Guck, da ist er. Ich habe gerade noch gefunden. Upsa. Das ist ja geil, das Vieh. Und warum läuft die gerade immer zur Seite? Mach halt Grabensachen. Okay. Okay, GoPro, stop recording. Hör mal, move! Es kommt gleich das Kleid in den Reifen und dann zieht es das komplette Ding runter. Ah, das fände ich geil. Du, hör mal, move! Oh, der hat geschissen. Aber nur einer.
Mein Kleid wird nass. Thank you.